Hallo Freunde, heute erzähle ich ein bisschen was über injektive Funktionen. Was eine Funktion ist, wisst ihr noch, das ist eine eindeutige Verbindung zu jedem x genau ein y. Und nun wollen wir über die Begriffe sprechen, die in Analysis 1 besonders wichtig sind. Also, wann ist eine Funktion injektiv? F von x ist injektiv. Falls, ja, ist ein bisschen komplizierter vielleicht formuliert, wenn man im ersten Semester landet. Aber der Inhalt ist relativ klar. Also eine Injektion ist ja eine Verabreichung von Spritze. Und wenn man dieselbe Spritze oder an dieselbe Stelle eine Spritze bekommt, dann tut das weh. Also versucht man das zu vermeiden. Und das ist genau, was das Wort Injectio auch im Lateinischen bedeutet. Das heißt, wir treffen einfach nur auf eine Stelle, auf einen Punkt. Und wir durchstoßen es quasi nur eins, einmalig. Und das formulieren wir jetzt mathematisch. Also entscheidend ist, wir wiederholen uns nicht. Keine Wiederholung. Das heißt, aus der Tatsache, dass die beiden Funktionswerte gleich sind, folgen wir, dass die Argumente selber gleich sein müssen. Das ist die Definition, die man zum ersten Mal sieht und denkt, okay. Wie soll man das verstehen? Also diese Begriffe entstehen ja immer über mehrere Beispiele, tausende teilweise von Beispielen, und dann kristallisiert sich heraus diese präzise Definition. Was genau besagt diese also? Ja, also jeder Funktion hat einen Definitionsbereich und einen Wertebereich. Nehmen wir das einfachste Beispiel, f von x gleich x. Das schreiben wir natürlich an der Uni etwas anders auf. Wir schreiben das auf als f, Doppelpunkt, sagen wir, die Funktion lebt von r nach r. Das heißt, alle reellen Zahlen dürfen eingesetzt werden und alle reellen Zahlen dürfen rauskommen. Ob das so wirklich ist, werden wir sehen. Und x wird dabei abgebildet auf x². Das ist eine der gängigsten Schreibweisen an den Hochschulen in zum Beispiel Deutschland. So, ist dieser Funktion injektiv. Um etwas zu beweisen, müssen wir das allgemeingültig beweisen. Um etwas zu widerlegen, reicht ein Gegenbeispiel. An der Logik hat sich nichts verändert, auch trotz Corona. Wobei, naja, hat nicht immer alles gut geklappt. Und jetzt schauen wir uns das mal an. Ist das so? Am besten ist das immer gezeichnet ein Bildchen. So, wir haben hier unsere Parabel. Und dann sagen wir, okay, wiederholt sich diese Parabel irgendwo, ja, und zwar fast immer. Mir reicht schon das Beispiel von minus 3 und 3. Okay, wir treffen uns hier. Und das Spiel ist gelaufen. F von x in dem Fall ist nicht injektiv, Komma, da f von minus 3 gleich minus 3 Quadrat gleich 9 gleich 3 Quadrat gleich f von 3 ist, aber minus 3 ist ungleich zu 3. Das heißt, genau das, was wir haben wollten, ist nicht erfüllt. Wie sieht das aus bei einer Funktion, die injektiv sein sollte? Nehmen wir g von den reellen Zahlen auf die reellen Zahlen. Und x wird abgebildet einfach auf, ja, x und 3 nehmen wir jetzt. So, wiederum ein Bild hilft uns. So ungefähr sieht die aus. Das ist unsere kubische Parabel x und 3. Ja, und wie ihr seht, ich habe hier also eine Funktion, wo ich erstmal auf den ersten Blick mich gar nicht wiederhole. Also das könnte injektiv sein. Wie beweist man das? Schaut mal. Wir sagen, seien a und b verschieden. Und a und b sind aus dem Bereich der reellen Zahlen, also aus dem Definitionsbereich. Wir nehmen an, angenommen, a hoch 3, also f von a,
ist gleich f von b, somit b hoch 3. Und nun wollen wir zeigen, dass es doch nur dann möglich ist, wenn a gleich b ist. Also, wenn a hoch 3 mit b hoch 3 übereinstimmt, wir gehen wie vor. Bringen das auf die linke Seite. Wir haben a hoch 3 minus b hoch 3 gleich 0. Okay. Wie geht es weiter? Wir haben diese Differenz zweier Kubikzahlen. Dafür können wir jetzt ganz schnell diese Formel benutzen, welche man herleitet, indem man einfach ausmultipliziert. Okay. Das ist wirklich nichts Besonderes. Also multipliziert das aus. Ihr bekommt hier a hoch 3 minus a Quadrat b plus a Quadrat b und so weiter. Das ist die sogenannte Teleskopsumme. Da hebt sich alles auf bis auf den ersten und den letzten Term. Und das ist a hoch 3 minus b hoch 3. Nun haben wir ein Produkt, was 0 ergibt. Ein Produkt ist genau dann gleich 0, wenn einer der beiden Faktoren 0 ist. Also entweder ist a minus b 0 oder a Quadrat plus ab plus b Quadrat ist 0. Ja, wenn a minus b 0 wäre, dann wäre a gleich b. Ja, das wollen wir nicht haben, weil wir genau annehmen, dass das verschiedene Zahlen sind. Deswegen führt das nicht zum Ziel. Also wir suchen quasi eine Lösung, wenn diese Gleichung erfüllt ist für verschiedene a und b. Wir gucken mal allgemein. Das ist ja genau der allgemeine Beweis. Und indem wir zeigen, dass es unmöglich ist, zeigen wir, dass es nur dann gleich ist, wenn wirklich a und b übereinstimmen. Das ist ein bisschen so rum gemacht. Nicht direkt vielleicht, aber wir haben sehr oft mit indirekten Beweisen schon bereits Anna 1 zu tun. So, was passiert hier? Ja, hier haben wir eine quadratische Funktion bezüglich a. Was können wir hiermit machen? Ja, also nochmal a Quadrat plus ab plus b Quadrat gleich 0. Ich kann die Picot-Formel anwenden. Ich kann auch quadratische Ergänzung. Die ist irgendwie eleganter, machen wir die. Also a Quadrat plus 2ab. So, das hatte ich jetzt nicht. Also rechne ich nochmal ein halb. So, und was haben wir dann hinzu? Also, das ist ja mein a. Das heißt, b halbes ist mein b im Sinne der quadratischen Ergänzung. Also brauche ich nicht das gesamte b Quadrat, sondern es würde vollkommen reichen, wenn ich ein Viertel b Quadrat abspalten würde, wie ihr seht, und 3 Viertel b Quadrat belasse. Gleich 0. Okay? So, und was haben wir hier? Na gut, das ist ja ein Quadrat bezüglich a und 1 halb b. Das fassen wir zusammen. Und dann kommen nochmal 3 Viertel b Quadrat hinzu und das sollte 0 sein. Und jetzt schaut mal genau hin. Das ist nur dann 0, wenn beide a und b 0 sind. Das ist ja eine nicht negative Zahl, die größer gleich 0. Das ist auch eine nicht negative Zahl, die größer gleich 0. Also es ist nur dann erfüllt, wenn a gleich 0 gleich b ist. Also vor allem, wenn a und b übereinstimmen, was wir eigentlich gar nicht haben wollen. Das heißt, diese Art Lösung passt uns in Bezug auf unsere Aufgabenstellung nicht. Und die alternative Lösung war, dass a gleich b ist. Also die einzige Möglichkeit in dem Fall, das zu erfüllen, ist, wenn a und b übereinstimmen. Und das ist genau, was die Definition von der Injektivität verlangt. Aus der Gleichheit der Funktionswerte muss es nur einen einzigen Weg geben, und zwar zu der Gleichheit der Argumente. Und die Unmöglichkeit von anderen Wegen haben wir gerade bewiesen. Das war's. Ich hoffe, das war verständlich. Im nächsten Video erkläre ich ein wenig über die Surjektivität. Danach kommt Bijektivität und dann gehen wir vielleicht ein paar interessantere Beispiele durch. Danke fürs Zuhören und fürs Zusehen. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.